Spazieren gehen geht, wenn gar nichts mehr geht. Aber langsam ist echt die Luft raus. Und deswegen gibt es jetzt ein Update. Spazieren gehen 2.0. Spazieren ist ja der neue Volkssport, oder? Ja. Wart ihr vor der Pandemie schon spazieren? Ja, immer. Jeden Tag. Oh mein Gott, dann ist ja bei euch mittlerweile echt Langeweile angesagt, oder? Ja, ist halt immer nur das Gleiche. Ich habe die Idee für euch. Bereit? Ja. Hock down. Hallo? Gott. Ja, hock down. Mensch, hock down. Genau, noch ein bisschen mit Energie, ein bisschen mehr. Hock down. Und zwar bringen wir Spannung in den Spaziergang und gehen jetzt mal zusammen quer. Achtung, bereit? Querbeet. Querbeet, Querweg, wie Sie wollen. Ist doch mal was anderes, oder? Ja. Klasse. Wie fühlt sich das an? Befreiend. Befreiend? Ja, total. Leo, wie fühlt sich das an? Wirklich, wirklich gut, wirklich gut. Wirklich gut. Nach einem Jahr spazieren gehen, ich dachte, ich bringe so ein bisschen Spannung. Wir gehen zum ersten Mal jetzt wieder. Wirklich? Ja. Was habt ihr denn vorher gemacht? Drinnen. Oh, okay. Also im Wohnzimmer ein bisschen rumgelaufen. Falls dir in Zukunft langweilig wird beim Spazieren gehen, einfach mal rückwärts gehen. Ja, darf ich auch? Einfach mal probieren. Wir machen einen Perspektivwechsel. Irgendwie geil. Geil, oder? Ich mache jetzt mal seitwärts. Oh, oh, das ist ja auch ganz crazy hier. Toll. Danke für die neue Idee. Ja, bitte. Dann noch einen schönen Tag. Ja, auch. Ciao. Was ist ja ein bisschen langweilig geworden, oder? Spazieren gehen? Ja. Ja. Ja, weil man es so oft jetzt tut. Ja. Und da dachte ich mir, warum nicht einfach mal einen Mund-Nasen-Schutz werfen, oder? Wir werfen in diese Richtung. Bereiten Sie sich vor, auch mental. 3, 2, 1, bitte. Das war nicht schlecht für den Anfang. Wollen Sie noch einmal versuchen, bitte? Oh, da haben Sie fast gewonnen. Naja, fast. Ist schon so wie Spaziergehen 2.0 irgendwie. Ja, das hat schon einen gewissen Reiz gehabt. Ja, und das kann man übrigens auch im Innendienst machen, lieber Ingmar. Und damit zurück ins Studio.